Guten Tag, mein Name ist Harald Weil. Ich bin EU-politischer Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD in Berlin und jetzt in Straßburg als Mitglied des Europarats, dessen parlamentarische Versammlung. Die Punkte dieser Woche, die Großpunkte, ist einmal die Rolle der Bank des Europarats, die seit 1956 existiert und damals gegründet wurde für Resettlement und Kriegsschädenbeseitigung, insbesondere humanen Kriegsschäden, Displaced Persons und so weiter. Und dann in der Folge ausgebaut wurde zur Entwicklungsbank, sozialer Zusammenhalt etc. Eine der Forderungen, die in dieser Woche erhoben worden sind zur Fortschreibung des Bankauftrags, kritisierte sehr zu Recht die Ausrichtung auch dieser Bank auf die Klimapolitik-Thematik, so wie wir es gewohnt sind mit ESG und anderen Restriktionen, die die Banken zwingen, wissenschaftlich nicht unbedingt unumstrittene Dinge zu realisieren, also die ganze Energiepolitik. Das sollte zurückgefahren werden und dafür Dinge ins Auge gefasst werden, wie die Aufbau- oder Wiederaufbauarbeiten in der Ukraine in verstärkten Fokus zu nehmen. Ich habe allerdings noch einen anderen Take dazu und eine wichtige Ergänzung. In London sitzt die Bank für Osteuropa, die EBRD, die European Bank for Reconstruction and Development in Osteuropa, Anfang der 90er gegründet, die den Auftrag hatte, die osteuropäischen Länder inklusive Russlands, was auch ein Mitglied ist, und die Ukraine, die auch quasi Altmitglieder sind, in den Fokus zu nehmen. Und weitere Mitglieder sind nicht nur sämtliche NATO-Staaten und EU-Staaten, sondern auch die USA und so weiter. Also mit anderen Worten, man hat hier alle Schadensverursacher zusammen und wenn ein Wiederaufbau stattfinden wollte, was natürlich das Ende der Kriegshandlung zur Voraussetzung hat, dann sollten diese Kredite und Programme hauptsächlich zu tun haben mit Businessplänen für real existierende Unternehmen und Personen, die möglichst keine Oligarchen sind und möglichst tatsächlich kleine mittelständische Unternehmer sind, die auch ein Fokus sein sollen, laut Satzung. Also bitte, wenn man es ernst meint damit, würde ich doch vorschlagen, dass alle Wiederaufbau und sonstigen die entsprechenden Veranstaltungen und Programme und Aktivitäten auf die Osteuropa-Bank in London gelegt werden und dass auch die Bank des Europarates anstatt eigene Dinge zu machen, sich dann doch eher dort einfügt in diesen großen Kanon einer gesamteuropäischen Wiederaufbauarbeit, die sämtliche Betroffenen, egal von deren territorialer und staatsbürgerlicher Herkunft zu sehenden Geschädigten dieser Kriegshandlungen, dieser Fehlleistungen, auch den Fehlleistungen der NATO profitieren könnten und eine Wiedergutmachung, einen Wiederaufbau gewährleistet. Soweit, so schlecht dazu. Dankeschön.